Jans und herzlich willkommen zurück zu Taxi Live. Wir fahren mal zu unserer nächsten Gästin. Mit Fahrgelegenheit. Kundin. Hört sich am besten an. Und die ist gleich hier rechts auf dieser Straße. Da jetzt gehupt. Komisch, dass man es aufs Trottoir fahren muss, aber okay. Ich glaube, würde jetzt nicht unbedingt richtige Taxifahrer machen. Meter. Oh shit. Oh! Fucking hell. Na gut, habe ich jetzt verdient. Das war auch eine Vollbremsung von meiner Seite aus. Das war knapp, würde ich sagen. 3 Türme. Okay. Ah, jetzt gehen auch die Lichter an. Ich sehe ehrlich gesagt nur einen Turm, aber gut. Der andere fährt über Rot. Langsam wird es dunkel. 70 Vollgas. Noch nicht ganz Vollgas. Aber wir können uns ruhig hier ein bisschen durch den Verkehr schlägen. Die Legs sind leider immer noch da. Ich habe die Einstellung eben, wie gesagt, ein bisschen runtergestellt, aber das bringt nichts. Also bei mir läuft es auch so halbmäßig gut oder flüssig. Andere Leute, die eine schwächere Grafikkarte haben, bei denen läuft es manchmal sogar besser, habe ich gelesen. Was ein bisschen weird ist, da ist wohl noch irgendwas in den Einstellungen oder in den Files nicht ganz so gut. Es ist rot! Jetzt ist grün. Diese eine Sekunde hättest du ruhig warten können. Oh shit, was mache ich hier? Aber die Straße ist einfach ein bisschen weird gekennzeichnet. Ehrlich gesagt. Wunderbar, ich so weird. Kilometer. Hier links ist gleich wieder irgendwas. Und der Fisch. Ich sehe da bloß ein Parkhaus. Es ist doof, dass man die Kamera nicht weiter nach oben lenken kann. Ich glaube, da oben wird der Fisch. Diesem Gerüst. Is the taxi business worth it? Ja, warte kurz.
Absolutely not. Why not? The income is barely enough. That's rough. Glücksbildsresignation. Das heißt bitte Resignation. Oh boy, I've had my fair share of bad days as a taxi driver. I don't think it's as bad as you picture it. It just doesn't bring me joy. Oh. Nicht unbedingt gut, das zu sagen während einer Fahrt. Aber ja, also ich denke mal, Barcelona ist wahrscheinlich eine schönere Stadt als so manche jene, wo man als Taxifahrer arbeiten kann. Ich meine, Sonne, Strand und Meer, wenn man darauf steht, why not? Für mich wäre es jetzt auch nicht unbedingt was. Ich würde eher irgendwo im Norden, hoch oben im Schnee, in Bergen als Taxifahrer arbeiten wollen als jetzt hier. Obwohl Barcelona schon eine schöne Stadt ist. Aber die Autofahrer sind schlimm, wie man sieht. Muss ich jetzt die Polizei schon wieder rufen? Ich frag mich bloß. Wird denn die Zeit irgendwie angehalten oder läuft der Balken weiter runter? Mal schauen. Glaube ich ein bisschen tiefer runter. Der Balken ganz wenig. Habe ich jetzt das Licht wieder ausgeschaltet? Alles gut da hinten? Wir sind gleich da. Die Unterhaltung könnten ruhig noch ein bisschen länger sein, finde ich. Ansonsten ist es ziemlich, ja, langweilig und ruhig. Wenn dann nichts passiert. Ich glaube, dieser Part der Stadt ist wohl eher so ein bisschen die Altstadt. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ist ein bisschen eng. Aber das sollte gehen. Den Behindertenparkplatz. Das sieht das Ordnungsamt nicht gerne. 5 Sterne, 97 von 100. Fahren gegen der Fahrtrichtung. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt. Aber okay, 344 Euro. Ich sehe auch, warum manche gesagt haben, dass es schwierig ist, in der Karriere voranzukommen. Ja, weil ein Auto kostet 5000 oder mehr, ein anderes, und man verdient da 200-300 Euro pro Person, pro Fahrt. Ja, ich glaube, man weiß schon, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig.
da ein bisschen voranzukommen und eben neues Auto sich leisten zu können. Vor allem, wenn man ja tanken muss, reparieren und alles andere. Ich frage mich jetzt, die Straße ist... Oh, doch, das ist die Straße. Okay. Ah, hier sind wir wieder. Da waren wir auch schon mal. Und den Körper ein bisschen mitgenommen. Aber alles im Rahmen. Da vorne ist unser Fahrgast. Den nehmen wir für diese Folge noch mit. Hereinspaziert. Na, alles Paletti heute. Schaut mal das Licht wieder aus hier. Was ihr könnt, wollt, könnt ihr das auch selber anschalten. Dann mal los. Wo wollt ihr hin? 2,63 Kilometer. Okay, das wird glaube ich nichts. So, Florida View. Oh shit, da hätte ich abbiegen müssen. Sorry. Eine kleine Umfahrt. Kleiner Umweg. Einmal um den Block. So. Aber das Navigationssystem ist manchmal auch ein bisschen verwirrend. Wenn man nicht genau weiß, ob das jetzt die Straße ist oder erst die nächste. Wie zieht das Auto, glaube ich, ein bisschen nach rechts? Was, Vorfahrt kommt? Ja, dann hat nichts. Wenn er nicht will, selber schuld. Das Navi ist weird. Das hat uns doch gerade ausgeschickt. Do you know what's worth seeing in Barcelona? Ja, warte gleich. Sag's dir. Ja, die Architektur. Architecture is great. What do you recommend checking out? Gaudi zum Beispiel. Oder die Kathedrale. There are lots of great monuments. How do I recognize it? Gaudi. Gaudi's works are one of a kind. You won't be able to overlook it. Yeah. I'll be more aware of it on my next sightseeing tour. Ist doch schön, dass das mit eingebaut ist. Ich meine, die Gaudi-Häuser kann man echt nicht übersehen, wenn man die denn kennt. Meistens ja so mit Mosaiksteinen versehen. Ziemlich auffällig. Oder dann gibt es ja auch einen ganzen Park davon. Mit vielen Häusern. Oder eben die Sagrada Familia, die Kathedrale. Ist auch ziemlich interessant zum Anschauen. Die ist ja schon keine Ahnung wie lange im Bau. Also die wird eigentlich nie fertig, weil sie eben aus Sandstein besteht. Wenn sie nicht fahren. Ich fahr zuerst, Junge.
kalt blendet das. Wir haben jetzt 10 Uhr abends. Ich frage mich, wie dunkel es werden kann. Und vor allem, wenn die Scheinwerfer schon so blenden, dann wird es doch sicherlich noch schlimmer. Mhm. 1,5 Kilometer. Sieht man wieder die Ampel nicht? Okay, das Monument haben wir schon. Da rechts gibt es gleich noch was. Plaza del Alter, diese Namen. Plaza del Drissa Diolla. Diallo. I don't know, wie man das ausspricht. Ich kann kein Spanisch. Aber sonst eigentlich ist die Stadt schön aufgebaut. Hat unterschiedliche Viertel. Abwechslung. Ist eigentlich gut gemacht. Ziemlich wenig los hier. Bisschen ausgestorben. Hier links ist wieder was. Generalarchiv der Krone von Aragon. Noch nie gehört. Aber wir haben's. Hier ist ja keine Ampel für uns, oder ne? Ist so ein Spiel eher zum Entspannen, würde ich sagen. Auch wenn die Autofahrer nicht fahren können und man sich vielleicht über die aufregt. Aber ansonsten eigentlich schön chillig. Für was blinke ich eigentlich, wenn es ja eh nur hier lang geht? Trotzdem hätte ich noch gerne, dass mein Lenkrad funktionieren würde. Junge! Wollt euch nicht drüber lassen? Ich hätte ihn fast angefahren. Aber nur fast. Ja, hier ist wahrscheinlich auch grün von uns. Jetzt geht's hier lang. Alles sehr verwirrend mit diesen großen Kreuzungen. Die vor allem keine Linien in der Mitte haben. Damit man weiß, ob man jetzt richtig fährt oder nicht. Sonst so, was macht ihr heute noch so? Ein bisschen klassische Musik noch an. Schalten. Es ist gerade wirklich mega wenig los. Es ist 10 Uhr, ich meine. Sollte da nicht noch mehr los sein in Barcelona? Zumindest als ich da war. Es war im August, letzt,
vorletztes Jahr, war am Abend um 10 Uhr noch viel mehr los. Aber okay. Nice, 5 von 5 Sternen. Gefahrenstrecke 3,4 Kilometer, 400 Euro und 264 Erfahrungspunkte. Hört sich doch gut an. Okay, wir könnten theoretisch immer eine Runde fahren. Und einfach ein bisschen erkunden. Und dann vielleicht eine Person irgendwie die hier abholen oder die hier drüben. Ein bisschen einfach die Stadt erkunden beim nächsten Mal. Das hört sich doch noch ein Plan an. Okay, das kommt mir bekannt vor. Plaza del... Wo ist die Maus? Das hier, Plaza del Catalunya. Glaub, da könnte... Study Sagrada Familia? Sagrada Familia, meine ich. Also ich hoffe, sie haben es zumindest so gemacht, dass die hier im Spiel drin ist. Und man auch vorbeifahren kann. Weil das ist ja schon ein großes Monument eigentlich in Barcelona. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Mal schauen, wir werden es ja sehen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Taxi Live und bis zum nächsten Mal. Tschüss.